aktuell haben wir drei neue Käsesorten. Das ist der Eiger Camembert. Der wird etwa auf den Frühling, wird hier in Grindelwald erhältlich sein. Der Bergkäse, der ist jetzt, kommt nächste Woche in die ersten Verkäufe, also hier im Dorf in Grindelwald. Und wenn er gut ankommt, wir müssen jetzt zuerst produzieren, der kommt dann auf den Sommer oder auf den Herbst, ist, dann, ist er lieferbar im größeren Rahmen. Der Pfeffer-Raclette ist auch aktuell, der ist sehr gut angekommen, der ist schon seit zwei Wochen im Verkauf. Eine gute Alternative zum Natur. Was sagst du zum Abend heute? Für mich sehr interessant. Schon nochmal von den Produktenvergleichen, die wir hier gesehen haben. Wie man probiert, wie man eben auf die verschiedenen Geschmäcker aufmerksam wird, die Unterschiede auch merkt. Eben auch Industrieprodukte, ein einheimisches, hochwertiges Produkt, dass man die Unterschiede auch wirklich im Geschmack kann feststellen kann, massiv zum Teil. Das hat mich noch sehr erstaunt. Und dann auch eben mit den Leuten zu diskutieren, eben die Bedürfnisse, wie sie auf die Produkte aufmerksam gemacht werden möchten, dass sie die Produkte dann schlussendlich auch kaufen und auch die Diskussion mit Vertretern von Gastronomie. Und mir hat es sehr interessant. Ja.